Willkommen, ihr Lieben, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ihr habt das im Titel gesehen. Account vielleicht mal umbenennen oder so. Ich weiß es nicht, aber hier spielen sich ganz, ganz merkwürdige Dinge ab. Aber ich habe jetzt erstmal so ein bisschen hier zu farmen. Also ich habe mal wieder einen Boost an. Und jetzt ist mir was ganz, ganz Merkwürdiges passiert. Das zeige ich euch aber gleich. Ich konnte das jetzt eben echt nicht deuten. Ich wusste wirklich nicht, was mir da geschieht. So, einmal hier die Queen mit reinnehmen. Und was habe ich denn? Was habe ich mal wieder in der Karre? Oh, ich habe Riesen in der Karre. Das ist cool. Dann können wir die Karre hier ruhig reinnehmen. Denn das Coole ist, wenn jetzt die Queen ein bisschen Beschuss bekommt, beziehungsweise die Riesen denn auch, dann können die Valkyren hier mit rein. Ja, die Valkyren können hier ruhig mal mit rein. Und den Warden einmal hinterher. Ich glaube, wir können hier irgendwo springen. Denke ich mal. Einmal den Wut hier gesetzt und jetzt muss ich, glaube ich, einmal meinen Warden zünden. Ja, das war noch ganz nett gemacht hier. Ich glaube, ich musste da doch springen. Ah, der Sprung war jetzt ein bisschen dusselig mal wieder. Das Dunkle brauche ich hinten nicht. Ich nehme mal das Elex mit hier. Und ich glaube, aus den Lagern hier hinten auch. Ihr seht, ich bin immer noch mit dieser Kobi-Armee auch in diesem Bereich hier unterwegs. Und kann jetzt aber nicht mehr wirklich viel machen. Hier stelle ich mal gerade so fest. Ah, da ist wer ist denn da eigentlich noch am Leben? Ich weiß gar nicht, wer hier noch lebt. Ah, meine Kobis. Okay, die muss ich nochmal durchheilen. Die heile ich hier nochmal durch, aber ich glaube, so richtig Kobold heilen bringt mal gar nichts. Aber mir ist jetzt, wie gesagt, eben etwas wirklich Merkwürdiges passiert. Aber gut, den haben wir ganz gut gemacht. Mit 406.000 Gold und ein wenig Elex dabei. Das passt so. Aber was mir eben passiert ist, einmal eben anfordern, Bodenwut, Felsenwerfer. Ich mache die Armee ruhig nach, sie ist ja noch, im Moment ist sie noch billig. Den natürlich nicht, sondern den. So, und zwar ist mir eben Folgendes passiert. Ich habe jetzt einen Trainingstrank genommen und habe jetzt komischerweise, ohne dass ich das Event geclaimed habe, also dass ich mir die Belohnung abgeholt habe, war ich eben kurz einmal offline, komme rein und automatisch habe ich dieses Item dann bei mir drin. Das fand ich wirklich sehr, sehr merkwürdig eben. Ich wusste gar nicht, wo das herkommt. Und das will ich jetzt nochmal testen, ob der das Auto claimt. Also ihr seht das hier. Hier kann ich noch claimen und hier unten kann ich auch noch claimen. Allerdings, wenn ich hier jetzt claimen will, dann sagt er, ja, kannst nur 10 Gems nehmen, weil ich das Ding ja voll habe. Also will ich den jetzt mal eben verbrauchen. Einmal das Magic Item hier, nee, nicht das hier, sondern das hier einmal usen. So, jetzt könnte ich ja hier unten auf Claim gehen und dann hätte ich es jetzt einmal wieder, die Resource Potion. Aber wir gehen einfach mal raus, ob er das nicht gerade selber wieder macht. Und wir gehen mal wieder rein. Mal sehen, ob das jetzt wieder auftaucht. Ja, tatsächlich, der nimmt das selber. Das wusste ich nicht, Leute. Es gibt immer wieder was Neues hier. Der nimmt das also selber, als wenn ich jetzt den Button gedrückt hätte. Allerdings bei den letzten Button, da tue ich mich dann doch ein bisschen schwer. Denn meine Power Potions hier, die kann ich nicht verballern. Also nehmen wir dann die 10 Gems dafür. Aber echt merkwürdig. Ich habe eben erst gedacht, was war das denn? Ich habe doch gar nicht angefordert. Und dann gibt er mir das automatisch. Naja, sei es drum. Im Nachthof ist Supercell übrigens auch mit gnädig. Nachdem diese beiden Dinger hier jetzt endlich wieder spawnen, also der Stumpf und dieser Stumpf hier, ich habe die jetzt auch aber auch ein bisschen länger liegen lassen, gönnt man mir hier noch ein Item, was sonst nie gespawnt ist, zumindest nicht bei mir in der Base, also hier in der Builderbase, habe ich noch nie so gehabt, denn ich habe, ihr seht das hier am Rand, diesen dunkelgrünen Rand, den habe ich immer komplett abgebaut. Das heißt also, da möchte ich keine Bäume haben, aber einmal pro Tag habe ich hier unten diesen einen Baum. Einmal pro Tag habe ich da jetzt einen Baum für 10.000, den ich abbauen kann. Mache ich dann auch. Gibt ja vielleicht Gems oder Gems. Juwelen. Oder aber ein wenig EP. In dem Fall sind es 3 Gems gewesen. Wunderbar. Und ja, ganz, ganz merkwürdig. Aber was ich noch ganz merkwürdig finde hier in dem Clan. Ich weiß nicht, wie viel Loyalität man an den Tag legen kann in seinem Clan. Aber hier haben sich ganz, ganz viele nach SMS-Name umbenannt. Ich meine, das kann man jetzt mal machen. Bei mir wäre das auch drin, denn ich habe sogar noch eine Umbenamsung frei. Das heißt, die erste ist ja frei. Und ihr seht das hier, SMS Laura, SMS Backfisch, alles nur noch SMSer hier. Nicht alles, aber Splat ist hier der SMS, der sowieso. Swash, Micha, Unlucky, nochmal Witness Eye,
Free Guy, so, das sind natürlich auch alles, die kennen sich alle, das sind alles Freunde, die sich auch im echten Leben kennen. Uncharged ist mit dabei, Gabusa ist mit dabei, Bürges. Naja, hier unten Paratonax ist mit dabei und nochmal der ganz, ganz kleine Witness Eye hier. Ah, ich weiß nicht, ob ich das auch machen soll. Ich wollte das schon mal machen, weil es sieht ja immer so aus, als wenn in meinem Namen dieses T bei mir ein Leerzeichen hat. Ich glaube, das ist kein Leerzeichen. Das ist einfach so. Denn damals, als der Alex diesen Account angefangen hat, da hat er den Namen, glaube ich. Ich glaube, mein erstes Tablet hatte diesen Namen. Das hat er einfach so übernommen. Oder halt, er hat meinen Vornamen damals genommen. Keine Ahnung. Aber ich glaube, da ist kein Leerzeichen dazwischen. Das ist so. Ich wollte schon mal umbenennen. Und man kann, wie gesagt, einmal ja seinen Namen changen. Ja, man kann den einmal free changen hier. Aber man soll es weise usen und in der Zukunft kostet das halt ein paar Gems. Ich glaube, bis auf 10.000 kostet es dann, dauert es aber auch immer eine Woche, bis du den nächsten Name-Change machen kannst. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das schon öfter genutzt habt, ob ihr auch so loyal zu eurem Clan seid und dass da plötzlich alle den gleichen Namen haben. Man kann es dann ja wieder für 500 Gems erstmal dann wieder rückgängig machen, aber ich glaube, ich bin hier eher so eine Person, ich bin A, hier nicht loyal zu diesem Clan, ich bin eigentlich loyal zu keinem Clan, oder halt zu allen Clans gleich, zu gleichen Teilen. Oder aber man zeigt dir die super Verbundenheit. Die kann ich hier leider auch nicht an den Tag legen, denn ich gehe immer mal wieder mit dem Thorsten ja raus. Und sonst Spätzle mit Soos Thorsten bei irgendeinem anderen in den Clans. Ich glaube, das kommt nicht so gut. Wir lassen ihn mal die Helden recken. Und naja, was auch nicht so gut kommt, wird mal eine Folge an einem Stück. Das wir hier unseren letzten Clankrieg nett gewonnen haben und ich auch gar nicht mal so schlecht angegriffen habe. Selbst ein Dip ist mir hier mit 95% gelungen auf die Nummer 10, denn die sollte ich mit Elektrodrache machen, ein paar Loons dabei, Helden holen irgendwas mit der Karre. Also so ein bisschen mal wieder zeiteng, welche Taktik kann ich denn nehmen? Die nehme ich, aber die 10 macht dann der Ei hier ganz anders. Na toll, hätte er mir auch sagen können. Ich meine, weiß ich nicht, vielleicht macht er das ja extra. Vielleicht macht er das extra und gibt dem einen oder anderen hier eine Base, wo er sagt, ja, die schafft er sicherlich nicht. Das wird ein Timefail oder so. Da mache ich die doch anders, indem es auf jeden Fall was wird. Na, ich glaube, so garstig ist der Juli nicht, dass er das macht, um hier den letzten Stern noch rauszuheimsen auf sein Konto, auf seinen Nacken und nicht auf meinen Nacken. Aber mal sehen, wie er das hier gemacht hat. Also, mein Dip auf diese Base ist fehlgeschlagen mit 95% Zeitfail. Naja, ist halt so. Kann man nichts machen, aber er hat das hier echt super gemacht, habe ich jetzt auch schon länger nicht gesehen, mit so vielen Lava-Hunden hier, einen Dip zu machen. Ich meine, das geht, was eigentlich ja immer geht, Hexenbowler Riesen gehen eigentlich irgendwie immer und das hat er hier aber nicht gebraucht, er hat die Clanburg einfach mit dem Hund gelockt, okay, da kamen dann auch gleich Lufttruppen raus, wunderbar, war natürlich auch schon Scout drauf, jetzt waren ja sogar schon zwei Scouts drauf von mir. Und davor war ja auch schon mal einer drauf. Naja, ah, ich sag da nichts mehr zu. Ich habe mich heute den ganzen Tag mit dieser Umbenamung beschäftigt. Ich habe das A in meinem Discord gesehen. In einem Channel, dort tauchen ja immer die Starts von den Spätzen mit Soos auf. Da siehst du ja jeden, der kommt, der geht. Wie sieht es im CK aus, ohne dass du jetzt hier reinguckst. Weißt du immer so ein bisschen das Ergebnis. Wer hat wie angegriffen und dann sehe ich die ganze Zeit da, hat sich umbenannt und ich wusste das gar nicht, oh, du musst das jetzt auch machen, weil das jetzt alle machen. Oder nimmt man uns auch noch namenlos mit, also was heißt nicht namenlos, sondern nimmt man uns auch noch mit, wenn wir jetzt nicht unbedingt SMS heißen, also SMS heißt dann immer Spätzle mit Soos und nicht dieses altertümliche Ding, was man früher mal verschickt hat, als es noch kein WhatsApp gab, kein Thema, kein Line, kein Weiß der Geier. Es gab mal wirklich eine SMS, könnt ihr auf eurem Telefon nachgucken, dass es diese Funktion nach wie vor noch gibt. Und der ein oder andere schreibt ja sogar noch SMS. Ich bin so einer, der ganz, ganz altbacken ist und SMS schreibt. Hurra! Aber schön gemacht. So kann man es natürlich machen. Ich will allerdings ein bisschen weiterfahren. Auch ich stampfe mal wieder so ein bisschen auf den Boden. Und ich glaube, ich möchte mich erstmal nicht umbenennen. Aber wie gesagt, ihr könnt mir das gerne in die Kommentare niederlassen, was ihr davon haltet. Oder soll ich es doch machen? Das Clan zuliebe? Ah, ich weiß nicht genau. Ich weiß aber genau, was mir hier mal wieder so ein bisschen gegen den Kram passt. Das sind nämlich die Suchen hier. Und ich bin noch nicht mal hoch. Ich bin jetzt in Champion 1 und habe, glaube ich, was haben wir eben gesehen? 4040 Pokale. Und die Suche dauert mir einfach viel zu lange, vor allen Dingen, wenn ich Boost habe. Und
das ist auch einer der Gründe, warum ich auch immer wieder ein bisschen droppe. Also einfach mal wieder ein bisschen runtergehen. Mit den Pokis, den nehmen wir aber heute mal mit hier. Den nehmen wir einfach mal mit. 500.000, das ist jetzt nicht die Prachtwelt hier des Clash of Clans Loots, aber der Zweck heiligt die Mittel. Also wir wollen ja wenigstens ein bisschen im Boost ein wenig farmen. Und damit der Boost nicht ganz so verballert wird. Bei mir wird er schon so oft verballert. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn ich den dann auch mal nutze. Mal sehen, ob wir... Bis dahin müssen wir eigentlich kommen. Manchmal weiß man ja auch mal wieder nicht, wie weit die Karre fährt. Aber die fährt hier, glaube ich, ganz gut. Und was habe ich hier denn noch so dabei? Loons-Alarm, das ist nicht gut. Loons-Alarm ist nie gut. Vor allen Dingen nicht, wenn du nur Bodentruppen hast, die sich hier jetzt durchschlängeln müssen. Okay, dann haben wir aber hier nochmal so ein paar Lager außen. Hier noch ein bisschen außen. Ich weiß nicht, ob da überhaupt was drin ist. Das kann ich jetzt gerade mal wieder so super, super schlecht sehen. Ah, schade. Ei, das ist ärgerlich. Guckt euch das an, der Drache, wie lange der... Es leider lebt, aber hier hinten sind noch meine Kobolde. Und okay, er hatte auch einen Elektrodrache dabei, aber das meiste haben wir im Fall gemobst. Den einen Wutzauber kann ich nicht mehr wirklich verballern. Mache ich noch einen Angriff jetzt für euch. Also nochmal ein super Cut hier. Dann haben wir mal ein bisschen gefarmt aus dem Rathaus-Wilber-Bereich und haben diese Umbenamsung, glaube ich, jetzt hinter uns. Ich bin echt mal gespannt, wer sich denn noch dazu dann bereit fühlt, das noch zu machen. 1-4, das ist doof. Das ist auch mal doof, wenn ich nicht alle Zauber nehme und sie kommen halt in falscher Reihenfolge raus. Das ärgert mich auch manchmal, aber die Ressourcen. Es sind ja nur Spielressourcen. Jetzt habe ich hier aber einen Zauber zu wenig. 1, 2, 3, 1. Zack, zack. Sauber. Wunderbar, also hier geht's voran. Ich kann schon wieder fordern. Auch das ist nicht schlecht. Allerdings ist mein Spendenverhältnis hier auch mal wieder jenseits von gut und böse, aber es geht. Immerhin habe ich es mal gehalten, denn ich war nicht im Clan Herausforderer mal zum Spenden zwischendurch, wo das ja immer wieder mal auf Null geht hier. Und so halte ich mich hier in jedem Fall. Aber jetzt haben wir schon wieder ein paar Pokale haben wir jetzt leider wieder gemacht und auch ein wenig Loot geholt. Also nochmal kurzer Cut und dann sehen wir uns noch zum, ich würde sagen, dritten Angriff. Alle guten Dinge sind immer drei bei mir. Wieder. 1, 2, 3, Boost vorbei, 4, 5, 6, wieder eine Potion in den Sand gesetzt. So ist das Motto hier im Moment. Deswegen weiß ich echt noch nicht, ob ich rein oder raus oder beziehungsweise hoch oder runter gehe. Ich habe mich jetzt einfach mal für diesen entschieden. Irgendwann drückst du einfach auf den Button und denkst dir so, Toto, es wird nicht mehr. Toto, es wird einfach nicht mehr. Scheinbar ist das dann auch tatsächlich so. Und bevor es dann hier wirklich nicht mehr wird, gehen wir hier mal rein mit unserer nach wie vor Armee, aber ich glaube, ich wechsle jetzt gleich und werde einfach mal wieder zu meiner Kobi-Armee greifen, denn die Mauern hier, die gehen dann doch schon für meine Verhältnisse ein bisschen schleppend, da ich ja jetzt auch nicht der bin, der hier abends stundenlang am PC sitzt und sich einen Ast farmt hier, so muss ich das mal sagen, sondern dann schon eher ein bisschen casual spielt und versucht irgendwo das Beste rauszuholen. Mal sehen, was das Beste für die hier ist. Okay, das Beste ist für die natürlich außenrum zu rennen. Also machen die hier noch so ein bisschen was. So, passt. Wunderbar. Hier haben wir noch einen King. Queen haben wir wahrscheinlich wieder vergessen, wie gehabt. Und da hinten ist aber noch, das ist der gegnerische King. Ach denn der, ist das mein King? Ah ja, okay. Da waren wahrscheinlich nur ganz ein paar Wallis oder ein paar Kobolde. Ist egal. Das nächste Update rollt ja rein. Da bin ich auch ganz, ganz gespannt, was es für neue Unannehmlichkeiten gibt. Ich meine, ich kenne sie jetzt schon. Es wird ja wohl geben, dass wenn du in dein Dorf wieder kommst, alle Waffen wieder geladen sind und alle Fallen sind geladen. Du musst also nicht mehr den Button drücken. Oh Gott, nachladen. Manche wollen das gar nicht. Manche wollen gar nicht nachladen. Was machen denn die dann? Also manchmal sind die Annehmlichkeiten auch... bin ich rückläufig. Was machen die, die eigentlich nicht nachladen möchten, weil sie dann nach wie vor ihre immer noch getrollte Base da haben. Und aber mal sehen. Es werden so ein paar Buttons weniger, vor allen Dingen, wenn man jetzt auf Magic Items geht, dann hast du jetzt schon so eine Latte an Buttons da. Das soll, glaube ich, jetzt ein bisschen weniger werden. Das ist zumindest das, was ich jetzt gehört habe.
Und dann gibt es noch eine dritte kleinere Sache. Also es sind Annehmlichkeiten oder Unannehmlichkeiten, je nachdem, wie man sieht. Aber mal sehen, das Ganze rollt jetzt auf uns rein. Wegen den anderen Geschichten, Liga, World Liga und so weiter, da werde ich auch die Tage noch was zu sagen oder vielleicht auch erst in der nächsten Woche, denn wir werden uns dort auch anmelden. Egal wie gut oder schlecht du ja bist, melden macht frei und belastet Vorgesetzte. Also wir wollen noch mal gucken, ob wir nicht doch irgendwo so ein Ründchen weiterkommen oder so. Keine Ahnung. Ich weiß auch noch gar nicht, wie es laufen soll. Vielleicht ist das Umbenamsen auch schon deswegen hier, dass man so ein bisschen so eine Einheit zeigen will. Wir sind ein Clan und sind nicht irgendein bunt gemischter Haufen, der irgendwo irgendwie heißt. Und du meinst eigentlich gar nicht, der kommt ja aus dem Clan. Ich meine, dann würden jetzt alle Clans so heißen oder man führt es ein, dass du den Namen nehmen musst. Na, den haben wir noch ganz gut gemacht. Haben wir ganz gut gemacht. Also lasst euch überraschen hier. Oh, das haben wir auch noch mitgenommen, aber immer noch keine Mauer hier. Das geht mir hier ein bisschen zu schleppen. 2-6, 2-6. 2-4, 2-4. Sind da wohl zwei Mauern drin? Nee, eine. Naja, okay. Eine Mauer ist drin. Der Ei war eben der Meinung, ich komme ganz gut voran, aber ich komme nicht wirklich gut voran. Ich muss von dieser Armee weg. Deswegen nehmen wir auch im nächsten Quick Train die Armee hier und nehmen es mal wieder ganz, ganz lame hier auf. Die habe ich ja jetzt nicht benutzt hier. Ach, schade, den hätte ich lassen können. 1, 2, 3, 4. Wir nehmen das mal wieder so, wie ich das sonst hatte. Also ich droppe jetzt wieder ein paar Pokale. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Haben wir ein bisschen mehr geschnackt hier. Bis Mittwoch, Donnerstag. Ich weiß nicht, ob auf Mittwoch noch eine Folge kommt. Kann ich nicht genau sagen. Donnerstag in jedem Fall. Mal sehen, ob ich das für Mittwoch noch schaffe. Das weiß ich im Moment noch nicht. Also bis dahin, euer Toto. Flash.